Willkommen zu einer weiteren Folge Garden Life. Ich stehe hier immer noch in meinem Garten und ich muss mal schauen. Was sagt die Uhr? Haben wir noch Zeit? Ich weiß gar nicht, wie spät es ist, wenn wir hier weg müssen. Jetzt lass doch mal... Ah, oh, schön. Ah, schön. Herrlich. Ich würde mich gerne hinsetzen, aber die Zeit wird dann beschleunigt. Jetzt muss ich mal kurz gucken, was haben wir denn noch so auf dem Plan? Gelbe Sonnenblumensträuße. Ja, wir haben zu wenig Sonnenblumen eigentlich. Mohn haben wir zu wenig. Eigentlich wäre es ganz gut, wenn ich davon noch ein bisschen kaufe, oder? Weil Mohn habe ich auch schon abgeschnitten hier. Weißt du was, wir gehen mal zu Leslie und kaufen ein bisschen... Nee, gucke ich später nach. Wir kaufen noch ein bisschen Sonnenblumen. Ja, moin. Sonnenblumen. Ja, jetzt bräuchte ich aber noch Mohn. Wo ist denn der Mohn? Wo ist der Mohn? Der Mohn, da ist er. Braucht 20. Und? Perfekt. Direkt. Ja, ja. Auf jeden Fall, Leslie. Wir sehen uns auf jeden Fall wieder. So, zurück zum Garten. Und da pflanzen wir mal schön ein. Hätte ich fast vergessen. Oh, guck mal. Da sind doch wieder welche. Habe ich die eben übersehen? Muss ich ja. Zack. 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 Huch. So, jetzt aber. Kannst du gar nicht genug von haben. Ja, hier was hinzupflanzen macht ja gar keinen Sinn, weil da dieser komische Dings ist. Ja, die Ranken, ne? Ob die da... Ich fürchte... Ich weiß nicht, ob die da rangehen. An den Zaun, das wäre natürlich richtig... Das wäre ja richtig gut. Das wär ja mal richtig, also das... Oh. Narzissen, habe ich auch noch eine. Efeu habe ich noch. Ja, ein Efeu ist klar. Das muss da einmal hin und dann brauchen wir den Mohn da und wir brauchen die Narzisse, können wir auch nochmal pflanzen. Die pflanzen wir hier hin. Ja, genau. Ja, ich glaube, ich muss sie gießen, weil ich glaube, ich habe schon alles gegossen, ne? Oder habe ich? Habe ich überhaupt alles gegossen heute? Wir gießen einfach nochmal. Warte mal, da kann doch der Mohn hin. Ja, dahin, so. Wie, ich hab... Achso, ja, ich habe ja mehr gekauft, stimmt ja. Wunderbar. Das wird ganz herrlich aussehen. Okay, da ist nichts mehr drin. Ja, dann haben wir mal los. Warte mal, warte mal. Achso, jetzt ist er voll. Ich halte die Taste fest, das ist falsch. So, ja, da einmal gießen. Ach, guck mal, da kommen sie schon wieder. Da kommen sie schon wieder. Also das Zeug, ja guck mal da auch. Das wächst wohl mehrfach am Tag. Naja gut. Aber trotzdem ist es gut, mehr davon zu haben. So, da gießen wir euch natürlich mal. Natürlich, das wird gleich belohnt. Und gleich wieder wegschneiden. So, da haben wir Rosen, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall brauchen wir noch Narzissen. Und wenn ich mal die richtige treffe, dann... Ja, jetzt. Meine Herren. Das ist auch ein wildes Geschnibbel hier manchmal. Ich weiß nicht, ob die Pflanzen das denn echt überleben würden. Gut, also wir brauchen auf jeden Fall, brauchen wir Sonnenblumensträuße. Da haben wir schon mal drei. Narzissensträuße. Ich mach's einfach mal, aber die sollten wir da auch genug von haben. Und der Mohn fehlt. Der Mohn. Wie sieht's denn hier jetzt eigentlich aus? Also... Das hätten wir fertig. Ja, Narzissensträuße hatte ich schon genug. Gelbe Sonnenblumensträuße fehlen noch zwei. Und roter Mohnstrauß. Da habe ich keinen einzigen. Das ist ja verrückt. Cool, wir gucken mal, was wir hier noch haben. Hallo, der Blumenladen wurde gebeten, einen Geburtstagsstrauß für jemanden aus dem Dorf zusammenzustellen. Kannst du ein paar Narzissen, Tulpen und Rosen für uns auftreiben? Also, was haben wir? Drei Schnitte von Narzissen, drei Schnitte von Tulpen. Und drei von Rosen. Ich habe keine Tulpen. Ich habe keine Tulpen, wa? Ich habe... Ach, Mann. Ich schneide mal vom Alfred ein bisschen was ab. Tü-tü-tü. Von denen hätte ich auch gern ein paar Saaten mehr. Das wäre ganz schön. So, das muss ich ein bisschen zurückschneiden hier, so. So, ja, so sieht's gut aus. Und das da oben müssen wir auch mal ein bisschen zurückschneiden. Das ist ein bisschen viel, ne? Ein bisschen hoch. Da komme ich aber halt gar nicht mehr an. Hier vorne das auch. Das nimmt ein bisschen Überhand.
ein bisschen Formschnitt machen. Ne? Ich glaube nicht, dass man den bei Rosen macht. Ich weiß es gar nicht. Aber ich glaube, das kommt doch immer auf die Art der Rosen an, ne? Ich glaube, es gibt auch welche, da kannst du ruhig mal ein bisschen reinschnibbeln. Also ich habe auch welche im Garten. Und die schneide ich Anfang des Jahres wirklich sehr radikal zurück. Und bis jetzt sind die, wachsen die immer noch. Also, die haben es mir bis jetzt immer verziehen. Weil die einfach auch direkt unterm Fenster wachsen und dann irgendwann auch, ja, wenn das Fenster aufmachst, dann im Sommer auch irgendwann mal zum Fenster reinkommen. Dann musst du da mal so ein bisschen Einhalt gebieten. So. So, das mal hier weg. Hier vorne noch so ein bisschen. Edgar mit den Scherenhänden ist gar nichts gegen mich, würde ich sagen. Aber jetzt, ja, ich würde das hier vorne noch so. Und schon kommen wieder neue. Guck mal, und die da drüben sind nämlich auch schon wieder. Meine Herren, das ist ja ein Ding. Ist ja die Frage, ob das jetzt durch mein Wachstumsdünger, den ich darauf gemacht habe, ob das so ein bisschen beschleunigt? Dass das dafür dann auch mehrfach am Tag kommt? Das wäre natürlich gut, da ist noch nichts. Na ja, gut, aber... Vielleicht kriegen wir die Quest noch fertig, das wäre gut. Das gibt ordentlich Geld. Na, die brauche ich im Moment gar nicht, das lassen wir mal. So, ich brauche auf jeden Fall noch... Und Mohn. Ja, schade. Der Mohn. Wir brauchen mehr Mohn. Mehr Mohn. Ah, das ist schön. Das Zeug habe ich ja noch gar nicht geschnibbelt, ne? Hier, die Flieder. So, die schneiden wir mal so ein bisschen zurück, ne? Das ist ein bisschen Überhand hier, so... Den Stängel da mal weg. Aber das ist schon cool, ne? Das ist wirklich so die einzelnen Stängel. Also wenn man es dann mal trifft. So wie da jetzt. Das finde ich schon gar nicht schlecht. So, nun gießen wir einmal. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob ich alles erwische, weil ich sehe nichts. Ich habe das so genial gepflanzt. Man sieht gar nicht, was man hier macht. Also ertränken wir das ganze Zeug einfach. Nach dem Motto, viel hilft viel. Ja, wo wir gerade dabei sind. Viel hilft viel, viel Wasser. Es wird auch langsam dunkel, aber ich finde, wir haben eine ganze Menge geschafft. Ganze Menge gemacht. Guck dir das mal an. Das Zeug wächst ja schon. Das ist ja wie Unkraut hier, sag mal. Hallo, ich habe das gerade zurückgeschnitten. Kann das bitte mal so bleiben? Und das muss weg. Jetzt wollte ich das hier vorne wegschneiden, genau. Das nimmt ja echt Überhand, das Zeug. So, wie sieht es mit dem Mohn aus? Kann ich da noch mit was rechnen? Sonnenblumen kann ich noch was mit rechnen. Wahnsinn. Da kommst du ja gar nicht hinterher mit dem Schnibbeln. Das ist total irre. Aber das ist gut. Die Sonne blendet auch eigentlich gar nicht. So, dann will ich mal gucken. Brauche ich noch mehr Sonnenblumen-Gedöns? Ja, ein. Und Mohn halt. Mohn ist schwierig. Wieso habe ich da noch nichts? Ich glaube, weil ich erst die andere Quester bedient habe, ne? Und dadurch wird das jetzt so ein bisschen schwierig. Also. Das auf jeden Fall. Weißt du was? Ich würde sagen, wir lassen den Tag mal Tag sein. Und dann habe ich noch was zum... Na, ist alle. Holen wir uns einen neuen. Ist ja nicht wie bei arme Leute hier. Damit das richtig schön wächst. Ja. Da hilft viel auch viel. Und schon alle. Aber ist ja nicht wie bei arme Leute, weil ich habe ja noch ein bisschen hiervon. Zack. Und da habe ich auch noch ein bisschen von. Perfekt. So, dann gehen wir hier einmal durch. So, hoffen wir erwischen irgendwie alles. So, der Alfred, der kriegt auch ein bisschen was ab. Und die kriegen noch ein bisschen was ab. Und schon wieder hängt da so ein Stängel dran. Ist ja Wahnsinn. Oha. Ich glaube, das Düngerzeug, das wird, da brauchen wir wirklich sehr viel von. So, noch jemand ohne Fahrplan? Nee, ich glaube nicht, ne? Na, guck mal, da kommt noch ein... Ein Köpfchen. Reckt sich dann noch raus. Aber das reicht, glaube ich, nicht, ne? Ja, Mondstrauß.
Nein, da brauchen wir sehr viel. Ich bräuchte viel mehr Mohn. Naja, gut. Weißt du was? Wir schließen den Tag mal ab. So. Und schau mal, wie es morgen aussieht. Da muss ich auch gleich mal nach Ungeziefer dann gucken. So, ein neuer, wundervoller Tag startet. Oh, ja, mal gucken, ne? Ich muss hier auch ein bisschen... Hab ich auch Vorbildfunktion, ne? Muss ich auch... Hab schon wieder Post. Mit gutem Beispiel vorangehen. So, erstmal Unkraut wegnehmen. Der müssen wir gleich mal gucken. Ja, da leuchtet schon überall. Oh, guck dir das mal an. Richtig gut, richtig gut. Vielleicht kriegen wir neue Sorten. Ach, der Mohn. So, da muss ich mal schauen, ob hier irgendwo... Ah, da ist Ungeziefer, das ist nicht so gut. Wo habe ich das Ding? Ach so, habe ich im Inventar. Nein. Wir wollen jetzt... Das wollen wir, so. Oh, ist alle der Teil. Oh. Ach so, das füllt man einfach so auf. Aber ich höre doch noch was da. Da muss ich mal von der anderen Seite gucken. Ah, von hier aus geht's, ne? Hä? Was ist jetzt los? Irgendwie ist doch alle. Oder vielleicht kann man es auch nur drauf geben, wenn Ungeziefer dran ist. Muss ich mal sehen. So, jetzt sammeln wir erstmal alle schön ein. Also erstmal schneiden wir den Mohn, damit er schön wachsen kann. Damit wir dann auch wieder gleich neuen kriegen heute. Tü-tü-tü. Lalala. Weg ist das Zeug. So, der Stein kommt mal weg. Dann gießen wir das Ganze mal. Herrlich. So, hier ist irgendwas zum Sammeln. Sehr schön. Hatten wir aber schon. Aber wir haben neun. Ja, das haben wir auf jeden Fall noch nicht. Jawohl. Blassgelb entdeckt. Okay. Ich dachte, blassgelb wäre das jetzt hier. Nee. Na gut. Da ist noch was. Ja, sehr schön. So, wie sieht es bei den Rosen aus? Da ist auch irgendwas. Also noch mehr Rosen werde ich hier nicht pflanzen. Das Zeug nimmt ja völlig überhand. Haben wir hier irgendwas? Nee, haben wir da irgendwas? Ja, hier ist irgendwas. Gut, kennen wir alles schon. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So, einmal alles gießen. Herrlich. Unkraut wegnehmen. Ja, dann muss ich unbedingt wahrscheinlich dieses Ungezieferzeug mal holen. Weil das wäre mal doof. Wenn mir das alle geht. Habe ich hier schon gegossen? Jetzt. Und hier glaube ich auch noch nicht, ne? Aber hier ist auch noch irgendwo Samen. Ja. Man hört es ja auch. Sehr schön. Ach, hier ist noch was. Und da auch. Ich werde ja gar nicht fertig. Ah. Okay, und guck mal hier. Der Mond ist auch schon wieder da. Man fragt sich, was beeinflusst das, dass der jetzt so oft hier erscheint. Liegt vielleicht daran, dass die Sonne jetzt drauf scheint? Als wenn das am Nachmittag halt nicht mehr so ist? Man weiß es nicht, ne? Also ich weiß es nicht. Das wäre der Rosenstrauß. Den brauche ich jetzt erstmal zwingend nicht. So, dann müssen wir mal gucken. So, ein bisschen Einhalt gebieten, ne? So, was fehlt uns noch? Ein roter Mondstrauß. Ein einziger roter Mondstrauß. Hallo Mond, kannst du noch mal wachsen, bitte? So, und hier müssen wir noch ein bisschen Formschnitt, ne? Ja, dann nicht überhand nimmt hier. Und da muss ich da mal gucken, weil ich habe eine ganze Menge Samen bekommen. Da können wir doch was Schönes pflanzen. Celestly brauche ich erstmal nicht. Denn ich habe ja eh kein Geld. Und dann muss ich... Ja, was brauchte ich noch? Tulpen. Tulpen, genau. Tulpen waren es. So, hier machen wir so ein bisschen frei. Nicht, dass das über die Brücke wächst. Herrlich. Dann nehmen wir die Stängel ganz mit. Ja,
Ist doch okay. So, wie sieht's hier aus? Ja, so ein bisschen, ne? Ein bisschen zurückschneiden, das Ganze. So. Wunderbar. So, was macht man? Ja, aber hallo. Sehr schön. Dann müssen wir die Quest doch jetzt fertig kriegen. Einfach reinhacken in den Mond. Ah, es wird schon passen. So, sehr schön. Hier ist schon wieder was. Perfekt. Gut, dann schauen wir doch mal. Also, wir brauchen den Mondstrauß. Yes. Weißt du, was ich mal mache? Das ist doch ein Samenlager, genau. Da können wir doch mal die ganzen Samen reinpacken, die wir haben. Zum Efeu. Ne, das ist ein anderer Efeu, genau. Viel Platz haben wir da aber nicht, ne? Oder warte mal, das ist irgendwie... Ach, es wären mehrere Fächer, okay. Das könnte ich dann sortieren. Ja, hallo Kätzchen. Ein bisschen feines Kätzchen. So, dann müssen wir die Quest abschließen können. Alles da. Bam. 750. Da können wir aber richtig weit mit anfangen. Sehr gut. Was haben wir noch für eine Quest? Genau, ich brauche Tulpen. Hey there. I see you got started on Robin's to-do list. Jo. I didn't bring it up because I didn't want you to feel pressured into it. But thanks. It'll mean a lot to Lori. Mach ich doch gerne. Leslie says thank you for the bouquets and unsurprisingly she's already reached out to Joe the carpenter. Ach ja. Knowing her, there should be a stall in the village square by the next time you get there. Ey, das schauen wir uns gleich auf jeden Fall an. One more thing. You probably saw the thing on the to-do list about the pavilion. Mhm. I think I'm gonna open it back up again. Could you drop by when you have a chance? I think it'll be cool to take another shot at it. Okay. Cool. Thanks. Great work again. Things are really coming along nicely. Oh, für dich auch. Ja, okay, jetzt habe ich das ein bisschen abgebrochen. Oh, the pavilion. I didn't know Jasmine had closed it. Well, if you've not seen that yet, you're gonna love it. It's really gonna be something else. Okay. Tja, da bin ich ja mal gespannt auf den Pavillon. Okay, guten Morgen. Gestern Nacht war die Arbeit ein bisschen hart. Ich muss ein paar Zeichnungen machen, um mich abzulenken. Kannst du mir vielleicht ein paar weiße Nieswurzen als Vorlage geben? Ich arbeite an einer Fantasieversion des Waldes, in dem Robin und ich sie zum ersten Mal gefunden haben. Danke, Lauri. Liefere 15 Schnitte eines Nieswurz. Weiß ab. Okay. Den müssen wir kaufen und Tulpen brauchen wir. Macht's bei mir im Garten. Sehr schön. Oh, why, hello, my dear. Mhm. As promised, you are now the proud owner of one garden stall. It's there, in the corner, opposite the shop and the pavilion door. Okay. It should be very simple for you to use. People will come by, hopefully before or after coming to visit me, and give you florins for whatever you're selling. Florins heißen die im Englischen, okay. The next morning, you'll be able to collect the money from the previous day in the little money box. Eine Kasse des Vertrauens. But what you should keep in mind is this. Some items will do better or worse in different seasons. Okay. That comes with the trade. Hmm. I'm sure you can manage that just fine, dearie. Such an exciting step to take. Ja, auf jeden Fall. So, aber jetzt möchte ich erstmal Tulpen und Nieswurz raus, ne? Sorry about the mess. Come on in. Ah, hier ist auch sehr viel Dekokram. Großes Freibeet. Ein großer Sack mit Leslies feinster Erde, wenn man große Flächen abdecken muss. Okay. Zäune. Oh, Quark, die Ente. Diverse Sachen zum Ranken. Bogen der Eintracht. Was ist das denn? Glubi. Das gleichgültige Gespenst. Okay, ein Wachsmodell. Kleine Girlande, also da werden wir uns auf jeden Fall mal mit befassen. Aber erstmal möchte ich ein bisschen mehr Geld verdienen. Oh, das ist aber auch schick. Schmetterlingsleiter. Kehrt mit einer Leiter, die weniger mechanisch und künstlerisch gestalten und mit Schmetterling. Oh, ich würde es fast kaufen, aber nee, warten wir mal. Also ich brauche jetzt Nieswurz. Nehmen wir erstmal 5 mit und wir brauchen Tulpen. Ah, waren es rote Tulpen? Gibt es eigentlich noch was anderes als rote? Gibt es noch gelbe? Weiße? Wahrscheinlich nicht. Ich denke mal, das waren rote Tulpen. Ich weiß es jetzt nicht. Sind aber auch die einzigen, die ich sehe.
Ja. Jetzt wäre natürlich cool, wenn man die irgendwo reinpflanzen könnte. Guck mal hier. Blumenkasten. Oh, ist das gut. Capybara-Teich. Kesselübertopf. Ein nationaler Gewächshaushersteller brachte diesen Topf als Teil einer Übertopf-Serie auf den Markt. Jedoch, ja, um Pflanzen über. Trotzdem schon, okay. Ich. Ja, nee, ja. Ah, komm. Ist egal. Ich weiß es aber halt nicht, ob ich Erde brauche. Hier gab es doch auch irgendwo Erde zu kaufen. Das müssen wir wieder auffüllen, genau, das ist sehr gut. Insektenhotel, eine Ernteschere, oh. Deko-Pinsel. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Erntebeutel. Ich dreh durch. Der kostet 1,5. Keine Lust mehr zum Wasserhahn zu laufen. Boah, das ist natürlich auch super, ne? Ah, es gibt so viele tolle Sachen. Also einmal Nieswurz ist neu und... Tulpen? Ah, ich wollte gerade sagen. So, was gibt's denn hier Schönes? Hier kann ich Sachen verkaufen. Boah, hier ist aber schick. Pavillon! Hi! So... This is the pavilion. Joff. Looks rather spectacular even as it is, don't you think? Naja, komische Skulpturen hier. Basically, Robin and I were talking about more ways to use the garden at the last summer festival. We thought it might be nice to honor the people in the village who we really care about. Before you could have known it, we were thinking about what makes those people stand out, coming up with ideas. We even decided we should get a couple too. All of these statue frames you see came from that. All except the heart-shaped one at the front. I made that for Lori more recently. Mm-hmm. You'll find a list attached to each one of the flowers Robin planned to use to make the statues themselves. If you ever find yourself with some of those flowers to spare, okay. You can... Marcus and I will work on getting them set up when all the flowers are collected. Okay. Oha. Da ist eine ganze Menge Arbeit für uns da. Oh, krass. Errichte Statue, Mittel 3, okay. Okay, das, also ich müsste wahrscheinlich erstmal die drei hier wahrscheinlich fertig machen. Boah, aber das sind alle Schnitte, das ist schon mal gut. Schnitte, Schnitte. Nein, nicht pausieren, so. Okay. Rose, rosa. Guck mal, das haben wir noch gar nicht. Lilie weiß. Naja, gut, okay. Wir haben auf jeden Fall was vor. Meine Herren. Ich würde sagen, wir gehen mal nach Hause, also in den Garten. Und pflanzen noch ein bisschen was an. Ich freue mich schon auf den Topf. Ich bin gespannt. Ich hoffe, man kann ihn einfach so nutzen. So, links, rechts. Alles gut. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, wo er ist. Ach, guck mal. Unkraut habe ich auch. Alles ist wieder ganz wunderbar gewachsen. Herrlich. So. Da einmal rein. Warte mal, da ist ja noch mehr. Da ist ja noch viel mehr. Irgendwo hat er was gesehen. Da. Sehr schön. So, wo ist mein Blumentopf? Im Inventar wahrscheinlich. Genau. Okay. Der Kesselübertopf. Aber ist ja eigentlich nur ein Über... Kommt hier oben rauf. Das wird sogar... Naja, so halbwegs gehen. Kann man den hier raufstellen? Ja, das sieht da nicht so gut aus, ne? Oder hier vorne vor. Na, gucken die Sachen dabei raus. Das ist doof. Kann man das wegnehmen hier? Kann ich das wegschneiden? Nee, leider nicht. Das ist ein bisschen schade, ne? Hm. Okay, bin ich mal gespannt, ob ich da irgendwas reinpflanzen kann. Ich hätte da gerne die Tulpen drinne. Ich würde da gerne die Tulpen reinpflanzen. Alle passen da eh nicht rein. Oha. Mal gucken. Im Optimalfall passt noch einer in der Mitte. Schade. Aber warte mal, vielleicht. Warte mal, das ist ja nicht groß, das Ding. Warte mal. Töpfe mit Pflanzen. Trockene Pflanzen. Ja, ich weiß, dass das trockene Pflanzen sind. Ah, schade. Schade. Das wäre so gut gewesen. Naja, gut.
So, ein bisschen hiervon. Ja, ein bisschen davon. Herrlich. Und wo pflanzen wir das mal an? Wo pflanzen wir das mal an? Was ist das eigentlich für ein Ding hier? Zum Auffüllen Gießkanne. Ach, das kann, ah! Hier kann man auch die Gießkanne auffüllen. Pflanze 50 Blumen, habe ich gerade freigeschaltet. Ja, mal gucken, das sieht vielleicht auch ganz nett aus. Ja, ist alle. Ah, wir produzieren ja mal fleißig nach. Herrlich, herrlich, herrlich. Schön. Sieh dir den Gartenstand an. Ah, das habe ich gar nicht gemacht. Oh, das müssen wir vielleicht morgen mal machen. Okay, Narzissen, Tulpen, Rosen. Das läuft ja jetzt gerade alles. Guck mal, ich brauche noch die Tulpen. Den Rest habe ich ja schon. Post habe ich im Moment nicht. Ist leer. Und irgendwas? Ich wollte gerade sagen hier. Ey, ich habe doch wieder was gehört. Oh, Alfred? Sehr schön. Krass, wie viel Saaten man hier bekommt. Sehr gut. So, noch irgendjemand. Mit Saaten für mich. Halt, habt ihr was gehört? Yes. Ja, richtig gut. Ich würde sagen, wir schließen den Tag ab, fahren nach Hause. Dann bin ich mal gespannt, wie es hier morgen aussieht. So, einmal links. Einmal rechts. Schön in die Sonne reingucken. Herrlich. Und Tag 8 beginnt. So, gucken. Gucken, los. So, ich werde schon vom Unkraut begrüßt. Oha, ist aber viel diesmal. Und guck mal hier, die Tulpen. Herrlich. Ich hätte gerne in der Mitte noch eine gehabt, ne? Aber, oder eben halt die Nieswurz, das wäre auch cool gewesen. Weil der ist auch sehr schick. Wenn man das hier auch nochmal so ein bisschen einrahmt, hat doch was. Warte mal, da werde ich mal meine Gießkanne. Ja. Ach so, also ich stelle mal da hin. Ist ja witzig. Süß. Guck mal, da gibt es was zu holen. Da gibt es irgendwo was zu holen, genau. Da gibt es auch was zu holen, nämlich Unkraut. Und hier höre ich nichts. Ah, da. Das wird ja mal mehr. So. So, dann müssen wir mal gucken, ob hier irgendwo Ungeziefer sind. Da ist alles okay. Ich glaube hier auch. Ja, richtig gut. Dann schnippidi-schnipp, ab mit den Tulpen. Also wenn er die gut sehen kann, dann kannst du richtig einen gezielten Schnitt machen, ne? Aber kannst halt nicht immer. So, fein gießen, ne? Fein gießen, dass sie nochmal wächst. Waren das eigentlich Schnitte oder brauchte ich... Also du bist hier wirklich wild hier, ne? Zack. Das waren alle Schnitte. Schnitte von Tulpen. Hä? Habe ich doch gerade abgeschnitten. Achso, warte mal. Nee, doch. Ich habe doch Schnitte von Tulpen bekommen. Hä? Moment. Schnitte von Mohn? Oh, sag nicht, mein Inventar ist voll und ich habe das nicht bekommen. Also das wäre richtig doof. Nee, warte mal, da unten ist doch, da ist doch irgendwas. Nee, da ist nix. Das kann sein, dass ich das jetzt nicht bekommen habe, ne? Schnitte von Mohn, Schnitte von Rosen. Schnitt einer Rose. Alfred, okay. Und hier unten sehe ich jetzt auch nichts. Ah. Also da muss man wahrscheinlich mega aufpassen. Ich werde das hier auch alles mal durchsortieren müssen. Sagen, okay. Meinetwegen, das ist jetzt für Rosen. Dann hätte ich hier auch noch irgendwo Rosen, genau. Ich glaube, da müssen wir mal so eine richtige Sortierung machen. Nein, ich wollte das da reinpacken. War noch irgendwo Rosen, Sonnenblumen, Narzisse, Efeu, Narzisse. Also da sollte man wirklich mal durchsortieren.
Da kommt mal Rose Alfred. Die würde ich dann hier reinmachen. Na, hier vielleicht die Rosen rein. Wie viele Fächer haben wir? Ah, eine ganze Menge. Ich glaube, das macht Sinn, ja. Richtig schön durchsortieren. Das machen wir. Nächste Folge machen wir das. Und dann geht es hier auf jeden Fall weiter. Dann sind hoffentlich die Tulpen wieder da. Und ich habe dann auch Platz im Inventar. Und dann bekommen wir die auch. Ja. Und ansonsten wird hier weiter gewirkt. Und der Laden. Wir gucken uns den Laden. Das machen wir. Und dann geht es hier immer weiter. Ja, genau. Und schön wäre natürlich, wenn ihr nächste Folge wieder reinschauen würdet. Okay. Da würde ich mich natürlich sehr drüber freuen. Und ich verbleibe mit einem. Ciao, ciao.